Nice. Gut, dürfte jetzt auch gleich Viertel werden und dann können wir starten. So, dann kann ich schon mal das Bild groß machen. Da bin ich ja mal heute gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich schon. So, auf geht's, weiter. Weiter mit Soma. Das wird gut, das wird super, ich freue mich. Ja, wir müssen Lambda finden und uns um Catherine treffen. Das ist ja wichtig. Oh, hörte diese... Oh, aufgefreiter Schulze meldet sich zum Dienst. Ja, guten Abend, Ghostry. Oder ich nenne dich einfach weiter Renato. Das ist, ist vielleicht ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich das schon gefragt hatte, aber hattest du zwei Accounts? Weil uns hat noch jemand oder uns hatte jemand gefollowt, der genau das gleiche Bild hatte wie du. Und der ist jetzt wieder weg. Na, geht's jetzt mal los? Ach so, ja gut. Willkommen unter Wasser, Leute. Hier ist alles schön. Also, ja gut. Oh, es ist ganz schön laut. Bleib bitte bei Renato. Ja, wie gesagt, mache ich. Da habe ich mich auch selbst dran gewöhnt. Das ist mir viel lieber. So, ich dachte eigentlich, wir wären ja jetzt schon bei Lambda. Aber anscheinend haben wir Lambda noch gar nicht gefunden. Ich kann mich hier mal ein bisschen schneller, ein bisschen rennen. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Geist. Ey, er hat ja auch sein Positives, ne? Du kannst durch Wände gehen und niemand kann dich sehen. Ich meine, du musst kein Zoll auf der Autobahn zahlen oder so. Also müsstest du als Geist sowieso nicht, aber naja. Du kannst doch einfach in fremde Badezimmer hineingehen. Wäre das nicht cool? Ah, da spricht nur der Single in mir. Du hast das Problem ja nicht. So, irgendwo muss doch auch mal Lambda kommen. Eine Map fehlt mir. Mir fehlt ein bisschen wirklich eine Map. Ich will da mal nicht durch Wände gehen. Habe ich jetzt gerade irgendein komisches Geräusch gehört? Kann ich mal irgendwie ein Wal über mich drüber... schwimmen oder so. Ich glaube, das wäre super episch. Noch 350 Meter. Das sieht aus wie das Lambda-Zeichen. Ja, das passt. Obwohl, also ich weiß nicht, so viel... In der Naturwissenschaft hat man schon ein bisschen mehr mit griechischen Zeichen zu tun, aber eigentlich, ja, also so gut kennt sich ja nun wirklich niemand mit denen aus. Lambda, das, doch, das ist Lambda. Alles klar, gut, dann sind wir richtig. 350 Meter? Das waren keine 350 Meter. Oh, shit, die Dinger. Ich weiß immer noch nicht, ob die friedlich oder bösartig sind. Oh, oh. Definitiv nicht freundlich. Wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Oh, das sieht aus, als wäre ich gerade irgendwo hingeglitscht. Oh ja, hier bin ich irgendwo gelandet, wo ich nicht hin sollte. Out of bounds, ich hab's geschafft. Thank you.
Ja, hier komme ich. Komme ich hier raus? Wo bin ich gerade? Also jetzt muss ich erstmal hier probieren, was ich alles so machen kann. Los, noch ein bisschen hoch. Ja, sieht gut aus. Noch ein bisschen. Komm schon, da muss was gehen. Ach, Kacke, ich häng fest. Nee, hier komme ich auch nicht mehr. Komme ich hier vielleicht... Ich hoffe, ich komme auf demselben Weg raus, auf den ich auch reingekommen bin. Oh, hier geht's weiter. Also, das gehört jetzt wirklich nicht zum Spiel. Das ist jetzt einfach nur hier ein bisschen so, ja. Glitches discovern. Aber ich glaube auch nicht, dass man hiermit irgendwie besonders weit kommt. Aber schon mal out of bounds zu gelangen, ist immer lustig. Nee, hier geht's auch nicht mehr weiter. Also man kommt nicht von außen von Wänden wieder zurück. Das geht nicht. Na gut, ich denke mal, ich komme auf denselben Weg wieder. Dieser Stein. Ja, ich denke mal, ich komme auf denselben Weg wieder zurück. Yep. Das ist aber wirklich eine ziemlich... Also ziemlich einfach zu entdecken. Und jetzt bin ich vorsichtig, dass mich das Ding nicht sieht. Morgen noch arbeiten, dann schon wieder Wochenende. Ja, na gut, ich muss auch am Wochenende arbeiten. Also Samstag habe ich nochmal die Frühschicht. Morgen Frühschicht und Samstag Frühschicht. Nächste Woche geht dann... Schissen, Idioten. Aber zum Glück die Frühschicht. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht streamen, weil Freitag immer einfach viel zu viele streamen, aber... Samstag dann. Jetzt verpiss dich doch mal. Ist der besoffen? Mir egal, ich hab's geschafft. Samstagabend, ich bin dabei. Geil, super. Es macht schon zwei. Vielleicht, nee, ach schade, nee, der Malteser ist noch nicht wieder da. Das heißt, ach, sucht noch Leute, Leute. Also, sucht irgendwelche Leute, die gern zuschauen wollen. Horror-Let's Plays sind noch immer lustig für die Zuguckenden. Nicht für den Spielenden, aber für den Zuguckenden. Aber so lange, wie ich hier unter Wasser bin, finde ich es bisher gar nicht so gruselig. Es ist zwar recht düster, aber ich finde, es geht. Drinnen ist es dann immer ein bisschen heftiger mit diesen blöden Hühnchenrobbern, die einen verfolgen und weiß nicht, was machen wollen. Dass die halt wie Hühnchen aussehen, ist ein bisschen komisch. Da ist ein Fenster. Ich will reingucken. Lass das ein Badezimmer sein. nee, ist es nicht. Hier irgendwie ein bisschen... was ist passiert? Oh, oh. Nee, gut, puh. Ich dachte jetzt schon. Manchmal braucht man wirklich nur ein bisschen zu weit in die Wände reinzulaufen und schwupp ist man für immer verloren im großen Nichts. Ich erinnere mich dann nur an Darksiders 3. Ich bin da nicht mal zu einer Wand hingegangen. Plötzlich war der Boden einfach hinter mir weg. Oh. Dieser Sound klang wie Fortschritt. Aber erstmal muss ich davor gucken. Na, hallo? Achso, ja, ich kann mich ja ducken. Fehler, Cortex-Chip erforderlich. Ja, wir hatten irgendwie schon erfahren, dass wir einen Werkzeugchip und einen Cortex-Chip da reintun können und wir haben noch keinen Cortex-Chip. Aber vielleicht finden wir den ja in Lamp da drinne. Achso, ja, schwenken. Genau.
man eine Schleuse so zuwuchern lassen kann, ist mir echt ein Rätsel. Na gut, stimmt, hier ist ja alles außer Rand und Band, das haben wir ja schon erfahren. Ah, die haben hier echt eine schöne Aussicht, muss man schon sagen. Der Arbeitsplatz war bestimmt cool, bevor komplett... bevor er komplett im Chaos versunken ist. Na gut, an so eine Aussicht gewöhnt man sich dann leider auch immer. Irgendwann. Oh, shit. Was war denn das? Ja, die Grafik ist wirklich schon ziemlich gut. Schau ihn nicht an. Wen denn nur? Voldemort? Mann. Gib mir doch mal ein bisschen mehr Info. Oh, oh, nicht angucken, nicht angucken. Oh, Mann. Oh, ich glaube, ich sterbe gleich eines äußerst qualvollen Todes. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Oh shit, jetzt habe ich gerade echt Bammel. Holy fucking crap, was war das? Oh, Kacke. Das war gerade echt eine heftige Horrorpassage. Also ich weiß, ich habe es noch nicht genau erkannt. Ich habe irgendwie nur so was Blaues leuchten gesehen. Also wird es wohl auch so infiziert sein mit diesem Zeug, mit dem irgendwie hier alles infiziert ist. Aber das war schon krass. Die lassen sich, tatsächlich lassen die sich die Sachen, die mehr Gewicht haben, auch schwerer aufheben. Lassen sie sich auch genauso weit werfen? Nein. I'm right next to you. Nein, das ist Catherine. Ich habe gehofft, ich treffe einen Menschen. No, not you too. I was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. I can't take it anymore. This is, everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down, it's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics slapped on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Anstatt einen Türöffner hätte ich lieber einen Flaschenöffner. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? Ah, ein Cortex chip. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Ja, wo ist das Ding? Wo ist der Sockel für das Omnitool? Ah, da. So, ein Cortex-Chip brauchen wir. Terminal 27 activated. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right.
Let's give this a try. Sie ist einfach... Sie hat sich runtergefahren. Ah, cool. Hä? Custom Cortex. Ich habe einen kleinen Chip so gedacht und jetzt auf einmal so einen übelsten Klopper da dran. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool. Thanks. Nee. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. He came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, silent. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks. I'll unlock the door for you. Wir tragen sie jetzt einfach mit uns what rum. What was I said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan. Ich kann das Omnitool nicht mehr aufnehmen. Suddenly, here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Also, wir waren 2015 dort, jetzt ist es auf einmal... Go check the computer in the other room. Ich kann das Omnitool nicht mitnehmen. Und jetzt ist es 2109? War das richtig? Irgendwas 2100, glaube ich. Ich will nicht nochmal diesem Ding begegnen, aber garantiert begegnen wir dem nochmal. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Sachen rumwerfen, immer noch super. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Keep at it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Oder vielleicht sind wir auch schon in so einer virtuellen Welt gefangen. Kann ja auch sein. Wer weiß das schon? Boah, ich dachte schon, dahin wäre das Ding. So blaues Leuchten und sofort Panik. Ich dachte, ich soll ihn nicht angucken. Alter, jetzt habe ich gerade wieder echt Schiss. What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing at least. Gives the senses a good punch. Aha. Okay, das brauche ich gerade nicht. Wie gesagt, das letzte Mal, als ich sowas benutzt habe, kam dann irgend so ein Vieh hoch. Das muss ich nicht unbedingt nochmal erleben. Hä? Oh, ich wünschte, ich hätte eine Map. Ah, hier sind noch Räume, die ich noch nicht geöffnet habe. Yes, look for anything about the Ark. Das ist es, Lambda HQ. Scheint doch alles ziemlich weitläufig zu sein. Daten wiederhergestellt. Arche. Okay, dann gucken wir mal, was da... Ich bereite schon mal die Beerdigung vor. Alles klar, wenn du die Kosten nimmst. Meinungsumfrage.
Interview, Robin Bass. Okay, gut. Ja. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. Also, dass wir diese Menschen retten, die als Daten gespeichert wurden, das war auch so der, so bei Xenoblade Chronicles X. Genau, da haben die auch so einen riesigen Rechner gebaut, da irgendwie die Bewusstseine der Menschen drauf gespeichert. HQ steht für, ja, das weiß ich. Und haben dann, oder Headquarter im Englischen, und haben dann die Körper dort neu hergestellt und da wollten sie dann wieder die Bewusstsein drauf spielen. War ganz cool. What are your thoughts on the Ark? Jan Pedersen. Finally we have something to do, am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? It can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing, and hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy. Aber wie sollen die dann alle wieder zu Menschen werden? Anscheinend gar nicht, oder? What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Was für ein Schwätzer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man weiterleben soll, wenn man nur noch Date... Is this from inside the Ark? Eine Date, yes. ein... That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier die than Daten? This place. Was ist denn das Singular von Daten? Die Date? Oder, nee, die Datei. Ha, so ist es richtig. Nee, eigentlich auch nicht. Doch, Datei. Wenn man nur noch eine Datei ist, genau. Vergesst das einfach wieder. Ich war gerade ein bisschen vernagelt. Position Cyan V2. 5,1 Quadratkilometer. 1,1, okay, das ist... Ja, doch schon ordentlich. Modularer Raum. Position Keywood V4. Achso, das sind wohl diese Landschaften. Gemischter Laubwald. Also ich denke mal, ja, das wird so sein. Cyan V2, 2 Quadratkilometer Stadtpark. Okay. Schaltbild. Gut, das versteht man sowieso nicht. Untersuchung. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrungen geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Machen wir jetzt einfach. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Mein oder den des Protagonisten? Denn der ist, glaube ich, nicht so gut. Ich fühle mich gestärkt, eine bessere Version meiner selbst. Das stimmt ja eigentlich. Ich meine, er kann unter Wasser leben. Ich fühle mich fremd. Ich bin Gast in einem anderen Körper. Ich fühle mich falsch. Nicht mehr wie ein echter Mensch. Ich fühle mich, also ich würde jetzt sagen, im Namen des Protagonisten, also fühle ich mich gestärkt, so. Wie würden Sie Ihren psychischen Zustand beschreiben? Hier. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Jo, mach's gut, bis gleich. Normal, wie erwartet, weiß jetzt nicht. Also, wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Also, ich find's cool, unter Wasser gehen zu können. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Nein, ich fühle mich gut. Ich fühle mich wenig so, als hätte ich mich selbst verloren. Ja, ich trauere meiner vorherigen Existenz nach.
Es ist mir egal, welche Form ich habe, solange es für mich weitergeht. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, komm. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? So. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Mit weniger Bedeutung? Nö, einfach nur so eins. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Nein. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Arche-Team. Und Arche-Tracker? I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Merkur? Venus? Arche nicht im ausgewählten Bereich. Muss ich jetzt hier einfach überall draufklicken, oder wie? Ah, irgendwo auf der Erde. Och, es geht weiter. Okay, wo könnte denn die Arche gelandet sein? Deutschland? Ach, schade. Irgendwo mitten im Ozean bestimmt. Oh, hab's gefunden. Lambda. Nee, ist er nicht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt auch irgendwie schneller drauf kommen kann, aber ich denke es mal nicht. Man soll das halt einfach scannen. Oh, cool. Na, geh halt noch mal näher dran. Yeah. I found it. It's at a site named Tau. No, it's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Naja, du hast mir ja deinen Chip gegeben. Ich kann dich ja mitnehmen. Das ist wie bei Portal 2. Da hat man auch deine GLaDOS-Tomate, Kartoffel. Eine GLaDOS-Kartoffel. I'll take us there. Kartoffel. GLaDOS. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni-Tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the abyss. Can't take the climber without a power suit. Das ist das, wo wir reingeguckt haben hier. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Gut. Dann nehmen wir sie mit. Also das ist wirklich... Das Can I pull the Omni-Tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Jetzt haben wir sie einfach dabei. Wir können zwar jetzt nicht mit ihr reden, aber mit... Ja. Also sie kriegt halt jetzt gar nichts mehr mit. Ich hoffe, dieses Ding taucht jetzt nicht nochmal auf. Ich will einfach nur ganz schnell hier raus. Ah, puh. Mann.
Okay, los geht's. Aber wo geht's denn hier noch lang? Ich muss mich mal kurz umgucken. Das ist ja so ein cooles Gebiet, hier muss ich erstmal hin. Der Roboter, das sieht nicht feindlich aus. Der leuchtet grün. Alles, was grün leuchtet, kann eigentlich nicht böse sein. Der glitscht sich sogar durch die Wand einfach durch. Können wir hier noch ein paar lustige Jump-Aktionen machen? Das sieht gut... Oh ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Theoretisch sollte das ja dort gespeichert haben, wo ich raus bin, weil ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. Oh ja, oh oh. Hier werden wir es nicht wieder rausschaffen, Leute. Hier kommen wir nicht mehr raus. Kommen wir aber von hier aus irgendwie wieder da rein? Das wäre ja witzig. Nee, ich glaube, wir sind für immer verloren. Nein, wir sind irgendwie im Outer Space gefangen. Oh, wartet mal. Ich lebe zwischen den Welten. Hier ist Catherine. Oh, oh, was ist... krass. Oh Mann, ey. Wenn das hier alles geht, dann gibt es da bestimmt richtig krasse Speedrun-Tricks und Glitches. Also ich meine, guckt euch das an. Doch irgendwie wieder da reinkommen können. Oh Mann. Oh 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 nein. Oh sch. Hä? Jetzt stecke ich fest. Ah ne, doch nicht. Ah, man kommt halt leider nicht wieder rein. Na, Moment mal. Hä? Bin ich wieder raus? Oh. Oh. Nee. Jetzt habe ich die Welt komplett verlassen. Oh, wenn ich hier einen Sprung machen kann, komme ich wieder zurück. Bin ich jetzt ernsthaft wieder zurückgekommen? Ich... Ja, ich bin... Ja, hier ist es wieder. Ich bin wieder zurückgekommen. Wie cool war das denn? So richtig weit out of bounds. Das hier. Ich probiere es lieber nicht, weil... naja. Nee, das sieht so aus, als bräuchte ich hier das Ding. Das war ja witzig. Aber leider bin ich halt nicht in die Station reingekommen. Das wäre so cool, wenn das gegangen wäre. Da hätte man sich diese ganze Horror... What? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Sorry, it's dead. Worth a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Gut, also dieses Fahrzeug ist nicht mehr zu gebrauchen. Dann suchen wir uns ein anderes. Dann muss ich wohl doch hier lang gehen.
rumzuspringen jetzt wirklich witzig, weil dass man an so ein paar Stellen wirklich halt außerhalb der Grenzen kommt. Was ist denn das da oben? Wenn ihr glaubt, da komme ich nicht hin, dann habt ihr euch aber getäuscht. Ah, ein bisschen weiter. Nein, 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 nicht ruhig. Oh. Okay, dann komme ich da wohl doch nicht hin. Vergessen wir's. So, es ist eine Wurzel. Es muss doch hier irgendwo, eigentlich kann es doch gar nicht so weit weg sein. Oh nein, nicht hingucken. Ich renne am besten einfach erstmal in die entgegengesetzte Richtung weg. Vielleicht war das aber auch nur ein kurzer Schocker. Ich gehe mal lieber weiter. Oh Gott, wo ist es? Ist es hinter mir? Warum kann mir das Vieh durchs Wasser folgen? Was ist denn nur los? Wird es auch hier wieder sein. Oh je. Also wie diese Frage, willst du da rein? Nein. Wird mich wahrscheinlich bis ans Ende aller Tage verfolgen. Immer schön weiter. Ich kann, vielleicht kann ich so ein Ding hier als Sichtschutz mitnehmen. Wenn er vor mir ist, hier so, ich sehe ihn nicht. Sind sehr einfach. Ich sehe dich nicht. Kacke. Ich will das Ding jetzt nicht mehr fallen lassen. Ah, gut. Gut, ich glaube, wir nehmen es lieber doch nicht mit. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Es wär wirklich witzig gewesen. Oh Mann, dieses Rohr lädt ein, um darauf rumzuspringen. Oh! Also, hier kommen wir... Ach, schade. Na gut, wahrscheinlich würde man es noch ein bisschen höher schaffen und könnte dann auch da drüber raus aus dem Level, aber das probieren wir jetzt nicht. Oh, oh. Das sieht ja abgefahren aus. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich lang gehe und wie ich jetzt da reinkomme. Der einzige Weg hier, also was anderes gibt's nicht.
hier lang? Nee, hier ist... Ah, ist das hier? Das könnte glatt der Eingang... Ja, doch. Also, wahrscheinlich steht das ganze Ding sowieso unter Wasser. Das geht nicht auf. Ja, stimmt, dahinter liegen Trümmer. Das hätte man vorher sehen können. Das geht tatsächlich auf. Geht's denn da drüben weiter? Ah, gar nicht. Man es mit einem Sprung darüber schaffen würde? Ach nee, das will ich jetzt nicht. Ja, also bisher bin ich auch noch nicht wirklich... Ach, okay, ja, hau rein, Renato. Ich hab's jetzt, hab jetzt gar nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich ist er schon weg. Alright, we're in. Let's find a working escape vessel. Jetzt sind wir drin. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ich war gerade so fasziniert davon, hier irgendwie an den Levelgrenzen rumzuspringen. Boah, ey, da könnte man ja so viel suchen. Es gibt so viele Wege hier aus dem Level raus. Da muss ich mir tatsächlich mal einen Speedrun angucken. Das haben die bestimmt bis zum Ausreizen ausgenutzt. Wenn es da noch einen Weg gibt, wie man sich wieder zurückklippen kann, dann ist alles... ist alles gebongt. Emergency Shuttle, da steht's doch schon. Schlag die Scheibe ein. Los, immer weiter. Sinnlos. Na gut, los geht's. So, dunkle Gang schreit geradezu nach einem... War das Ding dort? Hingucken. Scheiße. Ich glaube, es ist direkt hinter mir. Oh. Holy crap. Also das Ding ist echt gruselig. Zum Glück kann ich heute nicht so lange machen. Kann ich mich hier unter solchen Sachen zum Beispiel verstecken? Nee, leider nicht. Das Vieh kann auch unter Wasser gehen, ist ganz schön unfair. Ich dachte, ich wäre der Einzige mit dieser Superkraft.
Leute, das ist echt heftig. Man kann es nicht mal durch. Oh Mist. Scheiße, man kann es nicht mal durch Neigen angucken. Wir hören einfach auf mit dem Spiel und suchen weiter Wege raus aus dem Level. Scheiße, das muss doch gehen. Man kann das Ding nicht an... Wo ist es denn jetzt gewesen? Das kann doch nicht wahr sein. Leute, redet mit mir, ich brauche Unterstützung. Ach, toll. Oh. Oh, schlechteste Idee, die ich jemals hatte. Gar nicht gucken, gar nicht gucken. Oh Gott. Ich bin tot. Ich habe nur so ein Gerippe runterfallen lassen und das Vieh hat mich aufs Korn genommen. Ich komme hier nicht weg. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Na gut, eigentlich hat's ja hier gespeichert. Komm, wie grässlich kann der Tod sein? Everything is on fire. Ja, alles außer mir. Also, der Vorschlag kam von Felix. Dann ist es ein Wunder, dass der funktioniert hat. Nein, nur Spaß. War anscheinend ganz gut. Aber irgendwie, ich habe halt gedacht, diese Wellen, die der aussendet, dieses Boom, dass mich das irgendwie völlig zerstört. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Verpasst alles von dem Spiel. Ah! Stay away from me. Wer du kommst, wer du kannst Leitern benutzen. Ich hasse dich. Das Vieh? Ach, so ungefährlich kann das doch nicht sein. Ich kann doch nicht einfach auf den Boden gucken und vorbeigehen können. Ich meine, es hat mich auch nicht wirklich verfolgt, sagen wir mal. Also schon ein bisschen, aber verdammt langsam. Es war langsamer als ein Zombie. Gut.
gut, da kommt es auch drauf an, diese infizierten Zombies da aus Dead Island, die waren schon ziemlich schnell. Die Infizierte heißen die Zombies aus 27 Days und 27 Weeks Later. Die waren auch ziemlich schnell. Ja, die aus Walking Dead nicht. Also ja, danke. Anscheinend hat der Vorschlag soweit funktioniert, aber ich verstehe es nicht. Wie kann denn das Vieh so unkompliziert sein? Naja, 8 Weeks. Ich weiß es nicht. Entweder 27 oder 28. Es gab ja dann noch eine Fortsetzung. 28 oder 7 Days und dann noch Weeks. Und Months wurde am Ende von Weeks noch angeteasert, kam aber nicht. Ich neige mein Haupt, bitte tu mir nicht weh. Oh shit. If we can't get this thing moving. Oh la la. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. Warte mal, hat sie gerade im Plural geredet? Schau sie nicht an, komm ihnen nicht zu nah. Das war ein Witz, oder? Es gibt nur eins davon. Och, nö. Ach, scheiße. Nee. Wir werfen es einfach ab. Das war vielleicht eine ziemlich schlechte Idee, da einfach das Ding hinzuwerfen. Wieder ein Albtraum, überhaupt den in die Nähe zu kommen. Ist wirklich furchtbar. Vor allem, weil ich immer noch nicht weiß, wie die mich töten. Ich bin bisher noch nicht einmal gestorben. Ich wurde nur einmal von so einem Hühnchen ausgenockt. So gut, ich sehe Felix sind gerade, nimm den Feuerlöscher mit, dann fühlst du dich besser und in dem Moment nimmst du den Feuerlöscher. Shit, ich hab sowas von keinem Bock mehr. Oh, ich will Stardew Valley spielen. Da ist alles ruhig und kein Horrorzeug überall. Verdammt ist das Vieh. Das Vieh ist schlimm. Das ist fast schlimmer als das Alien. Oh, Kacke. Ey, los jetzt. Feuer frei. Nicht angucken. Fick dich selbst. So. Ich hab gesagt, ich bin nicht on fire. Jetzt bin ich on fire. Ich geh ab wie Schmidts Katze. Verpiss dich, du Null. Oh. Bei mir ist heute schon ein Weizenfeld eingegangen. Ich bin
Ich war 10 Minuten ausgenockt. ein 1x1 Weizenfeld. Also ein einziges Weizending ist eingegangen. Echt nicht weiter. Ich glaube, man sieht auch keinen Schatten von denen oder so. Ich glaube, der ist jetzt wieder umgedreht. Ja, scheiße. Ich kann doch nicht da rumpatrouillieren. Das hat Catherine nochmal gesagt. Ich habe nicht genau zugehört. Schau ihn nicht in die Augen und was noch? Lauf dem jetzt voll in die Arme. Goddammit! Komm ihnen nicht zu nah. Ah, ich konnte es mir schon irgendwie denken. Hätte man nicht dieses Scheißproblem mit der Schwerkraft, wäre das hier alles viel einfacher. Ne? Eigentlich gibt es ja keine Schwerkraft. Nimm den scheiß Bleigürtel ab. Shit! Oh, das war wohl zu nah. Oh nein, er ist da vorne. Ich bin angearscht. Hier ist keine Rosette in der Nähe. Zumindest habe ich lange keine mehr gesehen. Töte mich. Bitte töte mich einfach. Oh, das ist so ein... Das ist beschissen, so rumzulaufen. Ohne Mist. Hat auch wirklich nirgendwo irgendeine gesehen. In dem Raum war ich, glaube ich, noch nicht. Guck mal einfach da mal rein. Ja gut, das hätte mich auch überwundert. Oh, Kloschüssel. Naja, egal. Ja, der Spiegel ist kaputt, kann man nicht reingucken. Ja, jetzt ist wieder alles 3D. Ich habe meine Brille nicht mit. Ah, scheiße, keine Rosette in der Nähe. Das klingt so falsch. Obwohl ja auch bei Pflanzen rosettenartiger Wuchs. Ziemlich fertige Menschen. So sehe ich auch immer aus, wenn ich feiern war. To life? Sure. Well, let's call it that. Oh.
glaube, ich sag dem einfach nochmal Hallo, töte mich, damit ich wieder volles Leben habe. Ich glaube, der kann sich auch porten. Immer wenn der dieses Boom macht, ist der woanders. Scheiße, jetzt ist er doch wieder woanders. Gesegnet sei die Rosette. Komm, lutsch rum und lass mich in Ruhe. Ich muss los. Ich hab's eilig. Bloß nicht hinterher. Ich wette, hier ist auch noch einer. Gut, in so engen Räumen sind die ganz und gar nicht plump. Da sind die Mords gefährlich. Da kann man nämlich nicht einfach an denen vorbeilaufen, sondern man muss die ganze Zeit so leicht irgendwie angucken. Man kann ja auch nicht einfach rumlaufen. Man muss sie ja sehen. Man muss ja wissen, wo man hingeht. Ja, ey, das ist... Da haben sie sich was ausgedacht. Meine Taschenlampe funktioniert auch nicht. Oh, ganz viele Rosetten. Sind das hier die Klammern, die ich lösen sollte? Das war ja nur anfängliches Fingernagel. Mittlerweile ist das schon... Ja, die wird ordentlich gefistet. Mann. Naja, aber du siehst doch, wie dick die Dinger sind. Da passe ich nicht bis zum Ellenbogen rein. Es sei denn, ich verliere einen Arm bei den Fingern oder also so bis zum Ellenbogen, den Arm oder so. Also hast schon recht, wenn man es so sieht, ist das echt ganz schön anstößig alles. Nur so zur Info, ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Ich ziehe einfach an so ein paar Steckern und guck mal, was passiert. Das ist nicht gut, also anscheinend. Warning. Reactor collapse imminent. Proceed to the emergency doors. Ich glaube irgendwie, das war seine Wohnung. Okay, I'm in. Get the hell out of here. It's taking so long. We need to pump all the water up before we take off. Can't you do it any faster? Holy crap! Alright, here we go. Hold on to something. Ja, anfangen hier hinter gehen. Oh. Ich wette, ich habe jede Menge Secrets verpasst. Can you steer this thing? Starboard rudder is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta, should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon, what are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WoW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Oh, also das sind doch keine Lebenserhaltungsmaschinen. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Brace for impact! Hold on, the blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead.
Game over, Spiel vorbei. Haben es nicht geschafft. Hallo, wo ist meine Computerfrau? Carol, mein Computer-Vibe. Oh, also irgendwie stimmt das hier nicht so ganz. Boah, ich glaube, der Typ ist übelst durch. Jetzt hat er auch so einen Helm auf. Menschen, die übelst fertig sind. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Beschreibung kommt. Never get this. Oh. Ist das wieder einer von meinen kleinen Roboterfreunden oder ist das jetzt einer von den Kugelkopfmenschen? Ja, mein kleiner Freund. Hey, Bro. Da ist er wieder. Puh, endlich mal was Schönes. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Das ist so super, den mag ich. Don't worry, Kat. I'll find a way to Thea. Achso, weil ich dem Roboter geholfen habe, oder wie? Na gut, aber er hat mir ja schon mal die Tür geöffnet, also eigentlich stehe ich jetzt in seiner Schuld wieder. Was ist denn das hier? Also Leben habe ich eigentlich voll, glaube ich. Come in, Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Akers is headed for Theta. Delta Lemur Annex, getting a signal but no audio. Strasky, it's Como Rigby. Akers has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Strasky? I can try sending. I have pictures. Achso, er hat mir nur. Ja, okay, gut, das kann natürlich sein. Alles klar, jemand ist durchgedreht. Wer kann es ihm verübeln? Und hat böse Dinge getan. Bin ich nun irgendwie geschädigt oder nicht? Also, ich finde, es sieht alles normal aus. Ich glaube, ich bin vollkommen heile. Gut, dann. So, sie hat gesagt, sie hat Bilder. Ich will diese Bilder sehen. So aufschlussreich war das jetzt nicht. Also viel gesagt hat mir das jetzt wirklich nicht. Ich glaube mal, ich bin hier irgendwo. Das ist so ungefähr ein rundes Gebilde. Na gut, hier sind auch zwei, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass wir hier sind. Da muss ich hin. Lambda, Delta. Also ich bin jetzt bei Delta. Ich wollte doch gar nicht zu Delta. Ich wollte... Oh Gott. Ich glaube, nach Theta muss ich jetzt. Genau, warum die Leiter nehmen, wenn wir auch einfach runterfallen können? Oh, 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 das wollte ich nicht. Vielleicht war das seine Familie. Oh, das tut mir leid. Oh, verdammt, bei dem auch. Es tut mir leid. Boah, er hat wirklich gerade um sie getrauert. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, ich könnte die irgendwie aktivieren, aber anscheinend war das wohl nicht so. Oh, Krabben. Verbuddeln die sich auch?
Nö, okay. Bei Zelda verbuddeln sie sich mit der Zeit. Wenn man den hinterherläuft, dann laufen die so in einem Halbkreis und dann verbuddeln sie sich. Das ist echt cool gemacht. Hat er gerade versucht, mit mir zu reden? Wir können mal wieder ein paar verrückte Sprungaktionen durchführen. Ah, nein! Ah. Nice. Na gut, das bringt mir eigentlich nicht viel. Darüber schaffe ich es nicht. Na gut, leider hat mir das jetzt nichts gebracht. Wäre lustig gewesen, wenn es irgendwie einen Effekt gehabt hätte. Also wenn mich dieses Geländer davon abhalten soll, da reinzukommen, dann ist das der lächerlichste Mechanismus, den ich je gesehen habe. Und falls ich mich jetzt softlocke... Oh, verdammt, das hat mich tatsächlich abgehalten. Aber da ist noch ein größerer Felsen. Es geht alles... Ja, von dem aus geht das. Lass mich da hoch. Hä? Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass ihr mir verbietet, auf diesen Felsen hochzusteigen. Oh, da haben sie mal weiter gedacht, als ich dachte. Ich komme da echt nicht hoch. Ich will jetzt da drüber, auf jeden Fall. Moment mal, vielleicht kann ich mir das ein bisschen leichter machen. Ach nee, ich dachte, die Dinger könnte ich nehmen. Ich brauche irgendwas, was ich aufnehmen kann, wo ich drauf stehen kann. Irgendeine Kiste oder sowas. Oder ich probiere es nochmal mit einem gezielten Sprung von dort dahin. Das schaffe ich doch. So, das wird jetzt interessant. Oh Mann, was für eine Jump-Sequenz. Hä, warum kann ich jetzt nicht mehr springen? Ja. Gleich sind wir wieder. Ja, wir sind oben. Oh, fuck. Ich muss erst auf diesen kleinen... Was? Ich komme hier nicht mal runter. Oh. Hier ist auch eine Alpha-Wand. Ich komme da... Ey. Schaffe ich es auf dem Pfahl drauf? Sorry, Leute, aber ich muss das hier ein bisschen rumprobieren. Das ist jetzt schon ziemlich... könnte auch sein, dass ich schon feststecke. Ja, ich stecke schon fest. Ich komme hier nicht mehr runter. Hier soll man eigentlich nicht drauf. Ich bin irgendwie über die Alpha-Wand drüber gesprungen. Und steck fest. Oh ja, hier stecke ich ganz fein fest. Gut. Letzten Speicherpunkt laden. Ich habe mich festgesetzt. Also es ist jetzt Softlock. Hier gibt es keinen Weg mehr raus. Da kann mich auch mein kleiner Freund nicht rausschweißen. Nee, das wird nichts. Hat ja gespeichert. Ich beende einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin.
hat ja immer so Checkpoints, ne? Also ich denke mal nicht, dass es jetzt dort gespeichert hat. Das wäre schon ziemlich scheiße. Ah ja, okay, gut. Also Kinder, spielt nicht mit Glitches. Ich muss mir das jetzt leider nochmal anhören. Akers heißt er, den Namen sollte ich mir vielleicht merken. Gut, die Fotos haben wir schon gesehen, die müssen wir uns nun wirklich nicht angucken. Und das haben wir eigentlich auch schon gesehen, das war auch nicht wirklich, also das, okay, gut. Gehen wir wieder weiter. Das ist ja gleich hier vorne. Ich glaube, ihre Übertragung müssen wir uns auch nicht anhören. Die Frage ist, gibt es trotzdem einen Weg da schneller hin? Ah, verdammt, mein kleiner Roboterfreund hat mich geblockt. Verdammt! Ich bin nicht abgesprungen. Komm schon. Oh. Nein! Okay, gut, das wird nichts. Gut, hier komme ich, hier schaffe ich es nicht. Ich glaube, das kann ich dann doch vergessen, da irgendwie früher reinzukommen. Da ist halt echt eine Wand. Aber die reichen meistens nicht so hoch. Noch eine letzte Idee. Nein! Oh, nee! Nein, nicht, kleiner Roboterfreund! Oh! Was beim ersten Mal geklappt hat, kann es ja nicht beim zweiten Mal klappen, war ja klar. Das gibt's nicht. Ich versuche gleich auf das zweite zu kommen. Nein! Er ist nicht abgesprungen, er ist dann einfach gefallen. Ja, okay, aufs zweite schaffe ich's nicht. Ja, okay, ich bin oben. Nee, okay, da kommt man auch nicht hoch. Schade. Schade, schade. Das wäre zu schön gewesen. Nee, gut, dann lassen wir's. Ich habe ein paar Möglichkeiten ausprobiert. Oh, der ist auch ein bisschen neben sich. Delta, hier sind wir richtig. Ja, mein kleiner Roboterfreund, super. Good robot. Das
Das ist unglaublich. Also hier ist meine Neugier mit irgendwelchen Sprüngen. Ach du meine Güte, sowas von geweckt. Ich glaube, der Typ lebt noch. Oh je. Kann ich die Leiter hier benutzen? Nee. Das heißt aber nicht, dass wir nicht da hochkommen. Nein, 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 nicht rückwärts runterrutschen. Oh, hier geht's auch nicht weiter. Hier ist auch Alpha-Wand. Ach, scheiße. Gut, ich glaube, das ist nicht so spannend. Ich glaube, ich mache mal lieber weiter. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Theta, Delta, Omikron. Ist das nicht Omikron? Na gut, Omikron. Phi, Tau und Omega. Omega, genau, so. Wir sind jetzt bei Delta und wollten zu Theta. Gut, da ist es ja gar nicht mehr weit. Oh, Badezimmer im Unterwasserstil. Bestimmt nicht so gewollt, aber doch. Weiß nicht. Ist wahrscheinlich Modegeschmack, ob man jetzt Seepocken im Bad haben möchte oder nicht. Ich glaube, ich muss dieses Ding anfassen. Oder einfach den Knopf drücken. K8. Ey, das ist doch unser Roboterfreund. Intelligenz, komplexes AN7U. Ah, leichter Universalhelfer. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber über vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Nicht mit uns. Komplexes AN5U, der Bull, den sind wir auch schon begegnet, mittlerer Arbeiter. Komplexes AN7U, der Topa, ich glaube, den haben wir auch schon gesehen. Und da bin ich mir nicht sicher, ich glaube eher nicht. Ist ein Forschungsflugzeug, nee, das haben wir noch nicht gesehen. Nachrichten. Terry, es wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Theta am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Korn steht. Deine Beerdigung? Fick dich, Korn steht, ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnis, um mich zu zwingen. Terry. Das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermitte sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Strotthaufen bleiben möchtest, aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Herr Akers, also Akers ist der Typ, der durchgedreht ist. Mit Freunden informiere ich sie, dass ihre Besatzung Theta sicher erreicht hat. Lassen sie mich wissen, wann sie aufbrechen können, dann werde ich ihnen einen Transporter schicken. Peter Strasky, Theta-Zentrale. Also ist Akers der, von dem wir gerade die Nachrichten... Also an den sind Nachrichten gegangen. Okay, aber das ist ja der durchgedreht ist. Und Strasky, das war die, die versucht hat, sie, also die Tussi, die da lag, die hat versucht, den zu erreichen. Von Strasky. Schöne Weihnachten, Herr Akers, Bilder zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Theta gebracht werden möchten. Die wollen ihn aber unbedingt dort haben. Warum? Nee, ich spiele keinen Schach, da bin ich so schlecht drin. Dann hat das ja... Ich dachte, das bringt mir irgendwas. Muss ich doch das Ding berühren. Ich will da nicht schon wieder meine Faust reinstecken. Ach, na gut. Los. Oh. Nein, es war nutzlos.
Ich habe immer Angst, dass irgendwas kommt, wenn ich das benutze. Da es ja in der letzten Folge schon so war. Sollte das jetzt eine Levelgrenze sein, dieses Rohr? Da springe ich nicht runter. Aber anscheinend sollte es keine Grenze sein. Auf das Dach komme ich. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das so gerne mache. Von hier aus haben wir einen guten Überblick. Ist da unten ein Mensch? Der wird irgendwie schärfer, wenn ich weggucke. Ne, es ist aber irgendeine Station. Da muss man erstmal hingucken. Irgendwie muss es ja hier weitergehen. Vielleicht geht es da auch rein. Kein Signal. Nee, okay, hier kann ich gar nichts machen. Was ist das? Was mache ich hier? Ich kann diesen Radar drehen. Kriege ich da ein Signal rein? Yeah. You put in a good word for me. I'm not sure that's a good thing. I'm just messing with you. Okay, probieren wir einfach mal das hier. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo es weitergeht. Der Roboter redet die ganze Zeit mit sich selber. Es ist eine Schleuse, das ist meistens ein gutes Zeichen. Aber bitte nicht wieder so ein Kugelkopf. Oh Mann, das sieht doch auch nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Wo bin ich denn nur gelandet? Aber da hat jemand seiner künstlerischen Ader freien Lauf gelassen, wie man sieht. Echt schick, moderne Kunst. Das kritisiert die Gesellschaft. Das Licht schmerzte meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Ach so, er hat sich die Augen rausge... Ja gut, also, good job. Das klingt schon wieder alles sehr religiös. Da sind wahrscheinlich wieder ein paar Bekloppte durchgedreht. Sich anzusehen, die Wow Delta übernimmt, ist... Nee, die sich anzusehen, wie Wow Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrustete Oberfläche das alles... Nee. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen, ja sogar in den Schatten zu stellen. Ja, da ist definitiv jemand durchgedreht. Und gegessen hat er anscheinend Hundefutter. Und hier ist auch Schach. Ich spiele nicht Schach, auf keinen Fall. Warte mal. Nee, es geht auch nur neues Spiel, es geht nicht fortfahren. Vielleicht hätte ich irgendwelche... Oh oh. Ja, ist vielleicht besser so, dass wir es nicht aufmachen können. Das sieht doch schon ganz schön eklig aus. Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Nee, mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen. Sie in meinen Klarträumen einschließen. Oh je. Das klingt alles nicht so gut. Ein Psychiater haben sie wahrscheinlich hier unten nicht. Oh! Ein Kartenblatt. Wo geht's denn jetzt weiter?
bin ich halt wieder hier. Vorne leuchtet noch was. Control Room, das könnte doch wichtig sein. Wo ist mein Roboter? Komm, du kannst das. Mach auf. Der ist cool. Der ist so cool. So, öffne. Oh! Oh! You saw that, right? You saw Akers fucking injecting that shit into them? He got me pretty bad. I think I made it worse pulling away. I can feel it bleeding out. Can you see him? Fuck! He got on the Zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead, remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on! Okay, also der hat es wahrscheinlich nicht geschafft und Komorebi ist dann weitergelaufen. Das ist die, die wir vorhin gefunden haben. Die Station warnen wollte, dass Akers durchgedreht ist und jetzt auf dem Weg zu ihnen ist. Aber mehr ist hier auch wieder nicht. Oh, scheiße. Ja, das war Delta. Hier war ich. Und hier ist absolut nichts. Nach Theta will, muss ich eigentlich einfach geradeaus gehen, aber da kam dann nur dieser tiefe Graben. Sonst hätten wir nur noch hier vorne dieses komische umzäunte Loch. Nichts drin, da kommt man gar nicht rein. Da war wahrscheinlich mal was drin. Ach, das ist alles Delta. Ich gehe noch mal kurz zurück, gucken, wo diese Map war. Nee, das ist die Aug Station. Das ist, wo ich bin. Hier vorne ist dieses Loch. Hier dieses Schienenzeug. Und dann ist hier die Landing-Plattform. Da muss ich hin. Also raus und dann rechts auf der Seite. Na gut. Das ist dieses Schienensystem, was da angezeigt war. Und ja, hier ist die Landing Zone. Hier ist aber auch nichts.
Das hier war, wie gesagt, das Hauptquartier. Da war ich ja jetzt auch schon drinne. Kann ich hier wirklich nichts machen. Oh, Terry Akers hat sein 1000. Schachspiel gewonnen. Nicht, dass wir ihn jetzt darin schlagen müssen, um weiterzukommen. Damn, das gibt's doch nicht. Das war ein Shuttle. Verdammt, kannst du es nicht aufmachen, kleiner Roboter? Nee, dann bin ich wieder hier. Verdammt, das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn jetzt lang? Schon. Und da oben war ich auch schon drin. Das sind diese zwei Nebenhäuschen, die auch da vorne rot eingezeichnet waren. Aber da war ja auch nichts drinne. Ich guck noch mal rein, aber... irgendwie absprechen. Hm. Nee, die Tür kann ich nur schließen, das bringt mir aber auch nichts. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Weiß noch irgendjemand, was irgendwer gesagt hat, wo ich hin muss? Wäre halt irgendwie ein Lock oder sowas. Dieses Omni-Tool könnte, hätte man als Lock verwenden können, so was du machen sollst und so, das wäre ganz cool gewesen. Akers zieht irgendwann irgendeinen blöden Scheiß ab. Täter, lass ihn nicht andocken. Ziehen aus dem Verkehr. Ja gut, hier bin ich. Da war ich schon. Vielleicht hier zu der komischen Antenne gehen. Einfach mal versuchen. Ich weiß, überall alles, was rot markiert ist. So groß ist das Gebiet doch gar nicht. Da passiert nichts. Darüber. So, das ist das hier ist die Antenne und die ist da an dieses Terminal angeschlossen. Man, you can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a war. Nee. I don't know, man. I just say we can keep things classy even when women aren't around, you know? Yeah, yeah.
You're so full of shit, Brandon. I've seen you in Payload Manager Alice Coster shows. Das ist das Einzige. Ich denke mal, ich muss die Verbindung hergestellt lassen und muss jetzt irgendwie damit kommunizieren. Nur wie? Na Moment mal, dann vielleicht direkt an dem Häuschen. Ne, da war ja nichts. Ne, da gehe ich nicht nochmal rein. Oh! Transport. Rampenkomponenten. Nee, das sieht nicht so aus. Zeppeline. Ha! Status. Verdammt! Ach, den hier. Nee, Antriebsfehler. Linkverbindung nicht herstellbar. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich zu einem von denen davon einen Link herstellen. Ich habe ja jetzt einen Zeppelin 840, aber Antenne. Antenne manuell einstellen. 049 gibt es noch und 216. Perfekter Audiopuffer, mal gucken. Zwei Dateien wiederhergestellt. Straski, we can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zepps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. I guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Akers has said I'm being a stubborn old man. All right. See you soon, Brandon. Happy evac. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Oh, wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Naja, bei dem seiner Stimme hätte man sich schon was Schlimmes überlegen können. Das war jetzt, ja, okay. Also die Antenne neu einstellen. 049 und 216. Verdammt. Ah, 5. 049. Gut, probieren wir es mal damit. Ja, ah, ich hab's. Oh, na endlich. Das hat ja ganz schön gedauert. Pünktlich um 10. Abgefahren. Die haben ja hier unter Wasser ganz schön abgefahrene Konstrukte entwickelt zur Fortbewegung. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta?
It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ugh, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Nice. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. We have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Oh Mann. Okay, also hier haben wir jetzt unsere erste Waffe. Ein Elektroschockerstab. Oh, soll das nicht ein Stab sein? Oh, es hat gespeichert. Ich glaube, ich mache erstmal Schluss. Den Roboter da, den ziehe ich eins drüber. Ah, okay. I hope this works. Nimm das Ding mit. Nein, es ist verbraucht. Das Beste, was wir bisher gefunden haben, ist verbraucht. Ich glaube, unser kleiner Freund ist enttäuscht von uns, dass wir sowas getan haben. Ich bin selber enttäuscht von mir. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Also, wir sind tatsächlich ein Roboter. Wahrscheinlich ein etwas anderer Roboter. Wir haben nämlich Arme, aber ein Roboter. So, dann geht's los. Was für ein tiefer Graben. Ich glaube, wir werden gleich was ziemlich Cooles sehen. Ja, da kommt die Station. Detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunback, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the Dunback, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human.
But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. Deswegen haben wir eine Taschenlampe. I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Alles klar, wir sind in Theta endlich angekommen. Nur leider halt nicht so gut. Eigentlich sollte das ja jetzt hier gespeichert haben. Wenn nicht, speichern und beenden wir hier. Ja, okay, das stackt zwar diesmal wieder ein wenig fest. Jetzt bei Delta war's. Aber wir sind endlich in Theta angekommen. Hier sollte es eigentlich wieder weitergehen. Und wahrscheinlich werden wir auch irgendwann Akers über den Weg laufen. Das sieht alles nicht so gut aus. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Speichern und beenden. So, bis dann.